So, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich euch wirklich eine komplett abgefuckte Story erzählen muss. Ohne Scheiß, vor ein paar Tagen war es einfach komplett sowas krank gefühlt nur mir passieren. Deswegen muss ich euch das einfach mal erzählen. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich euch noch kurz darum bitten, dass ihr die Glocke auf meinem Channel aktiviert, falls ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne ein Abo auf meinem Channel dalassen, würde mich sehr freuen und natürlich auch unterstützen. Leute, wir kommen jetzt einfach mal zu dieser abgefreakten Story. Ich will euch jetzt hier nicht großartig einen Briefkasten ans Bein labern. Die ist auch gar nicht so umfangreich erzählt. Das ist einfach nur eine Story, die komplett dämlich ist. Okay, ihr müsst euch vorstellen, ich bin so mit dem Auto in die Stadt gedüst. Ich hatte noch eine Sache, die ich erledigen wollte. Hab mir ein Parkticket gezogen, bin also ganz entspannt auf einen Parkplatz gefahren. Hab also meine Dinge erledigt und ja, die Zeit verging, dies, das. War also irgendwann fertig, bin wieder auf dem Weg zum Auto gewesen. Vorher wollte ich noch das Parkticket, ja, bezahlen. Bin also an den Kassenautomaten gesteppt. Hab das Ticket normal reingeschoben. Und irgendwie hat mich dieser freche Automat abgezogen. Nun stand ich also wie so ein kompletter Dulli an diesem Kassenautomaten rum. Ich hatte weder ein Ticket zurückbekommen, noch konnte ich das irgendwie bezahlen. Nun wusste ich also nicht, wie komme ich von diesem abgefuckten Parkplatz wieder runter. Denn ich hatte auch keinen Bock, so Ewigkeiten meine Zeit zu verschwenden. Ich habe vergebens nach irgendwelchen Telefonnummern gesucht, habe so einen Infoschalter die ganze Zeit gespammt. Natürlich ist da überhaupt nichts passiert. Danke auf jeden Fall dafür. Irgendwann habe ich dann aber halt gesehen, dass auf diesen Kassenautomaten 3 Zettel drauf lagen. 2 Zettel davon waren irgendwelche Quittungen, mit denen ich einfach überhaupt nichts anfangen konnte. Und der andere Zettel war ein Ticket, was jemand nicht eingelöst hat. Und ohne Scheiß, ich dachte mir so, okay, ich nutze jetzt die Chance und schieb das einfach mal in diesen Kassenautomaten rein. Und ich dachte mir so, das kann nur teuer werden. Und im Endeffekt habe ich wirklich 40 Euro für diesen behinderten Parkplatz bezahlt, wo ich vielleicht im Endeffekt mit meinem Ticket nur 2 Euro bezahlt hätte. Das war so belastend, also bin ich nebenan zu dieser scheiß Sparkasse gelaufen, hab mir mein Geld geholt und dachte mir, ey, ich scheiß jetzt auf diese 40 Euro, ich will einfach abfatzen. Und im Endeffekt, ja, war es mir das dann doch irgendwie wert. Es war zwar komplett unnötig, aber ich habe es dann einfach durchgezogen. Leute, was haltet ihr von dieser behinderten Story? Sowas kann doch wirklich nur mir passieren, dass mich so ein scheiß Kassenautomat abzieht. Der hat einfach mein eigenes Ticket dort drinne behalten. Ich konnte es nicht bezahlen. So eine belastende Scheiße. Ist euch auch schon mal sowas passiert? Schreibt es mir einfach mal gerne in die Kommentare. Ansonsten, was haltet ihr von der Story? Lasst es mich gerne wissen. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Das war's dann auch somit von diesem Video. Haut rein. Lasst es knacken. Habt noch einen schönen Tag. Und tschüss.